Was genau waren eigentlich Hagrids Aufgaben in Hogwarts? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um den Hogwarts-Wildhüter Rubius Hagrid und seine Rolle in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Genauer gesagt werden wir tief in seine Rolle eintauchen, um herauszufinden, was er eigentlich Tag für Tag tat. Was waren seine Aufgaben? Was waren seine Verantwortungsbereiche? Bevor Hagrid ein Angestellter von Hogwarts wurde, besuchte Hagrid die Schule zunächst als Schüler. Er begann sein Studium im Jahr 1940, nur 2 Jahre nach Voldemort selbst, und erwies sich anfangs als ein recht vielversprechender junger Zauberer. Doch zum Pech für Hagrid bedeutete der Besuch von Voldemort oder Tom Riddle, dass in der Schule ein ziemliches Chaos herrschte. Das lag daran, dass Tom die Kammer des Schreckens geöffnet und den Basilisken darin freigelassen hatte, was zur Versteinerung der Schüler führte. Da man niemandem sonst die Schuld zuschieben konnte, wurde schließlich Hagrid für die Angriffe auf die Schüler verantwortlich gemacht, da er ein Akromantula-Haustier namens Aragog besaß, das der Schulleiter Amano Dippet für verantwortlich hielt. Hagrid wurde daraufhin der Schule verwiesen, durfte aber auf Wunsch von Albus Dumbledore weiter an der Schule arbeiten. Im Jahr 1943 begann Hagrid seine formale Ausbildung zum Wildhüter in Hogwarts. Zu dieser Zeit arbeitete er unter dem bereits vorhandenen Senior-Wildhüter Ogg. Ogg arbeitete vor Hagrid als Wildhüter und wir wissen, dass es einige Überschneidungen gab, weil sich Molly Weasley im Text an die Arbeit von Ogg in Hogwarts erinnerte. Mrs. Weasley war fasziniert von der peitschenden Weide, die gepflanzt worden war, nachdem sie die Schule verlassen hatte, und erinnerte sich ausführlich an den Wildhüter vor Hagrid, den Mann namens Ogg. Molly hatte Anfang der 1960er Jahre mit dem Studium an der Schule begonnen, fast 20 Jahre nach Hagrids Rauswurf. In diesem Zeitraum wäre Hagrid etwa 30 Jahre alt gewesen, was bedeutet, dass er wahrscheinlich eine ganze Weile ein Junior-Wildhüter war. Was sind denn nun eigentlich die Aufgaben eines Wildhüters? Abgesehen davon, dass er gigantische Tiere aufzieht und in seiner Hütte am Feuer sitzt, was hat Hagrid eigentlich gemacht? Nun, wie sich herausstellt, eine ganze Menge. In erster Linie war Hagrid dafür verantwortlich, auf alle Schlüssel der Schule aufzupassen. Zu Hagrids großen Aufgaben gehörte es auch, für Dumbledore Kleinigkeiten zu erledigen. Aufgaben, die mit den offiziellen Angelegenheiten von Hogwarts zu tun hatten. Normalerweise lässt er mich wichtige Dinge für ihn erledigen. Er war auch dafür verantwortlich, die Erstklässler auf den Booten zum Schloss zu begleiten und ihnen dabei zu helfen, sich mit ihrem neuen Territorium vertraut zu machen. Hagrid kämpfte sich natürlich immer noch mit den Erstklässlern über den See. Hagrid war sicherlich ein Mann, dem es nicht an Aufgaben mangelte, und zusätzlich zu den oben genannten Aufgaben ist bewiesen, dass er auch Folgendes tat: Pflege der Hogwarts-Gärten, sich um magische Tiere auf dem Schulgelände kümmern, sich um Angelegenheiten im verbotenen Wald kümmern, entfrosten der Schulbesen im Winter, bringen von 12 Weihnachtsbäumen in der großen Halle im Dezember und sogar die Kürbisse für das Halloweenfest züchten. In einem kleinen Gemüsebeet hinter Hagrids Haus standen ein Dutzend der größten Kürbisse, die Harry je gesehen hatte. Jeder war so groß wie ein großer Felsbrocken. Wie ihr sehen könnt, hatte Hagrid also genug zu tun. Ich stelle mir vor, dass Ogg, während Hagrid unter ihm arbeitete, eher für die größeren Aufgaben zuständig war, wie zum Beispiel für offizielle Hogwarts-Angelegenheiten, während Hagrid, der Junior-Wildhüter, eher für die Pflege des Geländes zuständig war. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.